Wir haben am Ende der letzten Folge mal wieder ein Tor geöffnet. So enden ja viele Folgen und nun schalten wir euch das Portal. Nachdem wir den Bowerstone-Widerstand, ja, einem entscheidenden Schritt verholfen haben. Und Weaver ist ja abgehauen, den sehen wir jetzt hier. Schön entstellt. Ja, wir sind hier gerade aus seiner Villa raus. Was ist los? Alle Bürger sollen sich für die Rede des Königs beim Schloss sammeln. Sie beginnt in Kürze. Das klingt nicht gut. Findet raus, was los ist. Ich würde mitkommen, aber es gibt gute Gründe, warum wir unten bleiben. Wir sehen euch danach in der Basis, ja? Okay. Ich mag euch. Aber das heißt nicht, dass ihr völlig... Oha, Logan scheint jetzt darauf antworten zu wollen. Tja, Weaver ist entkommen und das wird sicherlich seine Rache sein. Sich mit seinem ja, Vertrauten über die Lage zu beraten und nun eine Rede zu halten. Die wahrscheinlich nicht weniger. So, wo müssen wir lang? Ach da. Sieht man immer so schlecht. Also teilweise. Ich sprinte mal auch. Beginnt ja gleich die Rede. Wollen wir kein Wort verpassen. Wird vielleicht auch an uns gerichtet sein. Man weiß es nicht, aber in dem Outfit erkennt er uns garantiert nicht. So, wo lang? Huch. Wollte ich nicht. Sorry. Da oben haben wir noch so ein Typ. Ich ärgere mich ja, dass der wirklich entkommen ist, habe ich schon in der letzten Folge mehrmals gesagt. Aber es ist einfach so. Spielt mit uns seine Spielchen hier, lässt uns in seinen Arenen kämpfen. Dann, als es für ihn brenzlig wird, dann haut er ab. Das ist, naja. Okay. Die Frage ist, ist das das? Nee, das ist noch nicht das Schloss. Wo steht das Schloss? Wahrscheinlich nicht im Bowerstone. Obwohl, na, ich weiß, Ah, im Hintergrund sieht man das noch. Ja. Da sind noch ganz viele Zwillingsbrüder. Ne. Beziehungsweise halt dann, wie nennt man dann mehrere? Naja. Mehr als Drillinge wahrscheinlich schon. So viel wie da im Weg standen und gesagt haben, wir sollen zur Rede kommen. Da ist irgendwas mit einer Quest, aber das ist jetzt dringender. Was auch immer die Nebenquest ist. Ja. Hey, der König hält eine Rede. Ist doch aufstehen. Naja. Ich will ihn jetzt auch nicht mitreißen. Wir haben die besten Produkte. Dann wäre ich hier nicht fertig, weil müsste ich ja alle mitnehmen. Scheint sie überhaupt nicht interessieren. Wir sind dafür zu interessieren, wir sind da die Einzigen. Ach, warum ruckelt denn das jetzt? Bin jetzt momentan wieder bei 30 FPS. Naja. So, Ben Finn ist auch dabei. Habe ich schon gelesen. Macht euren Frieden, Verräterschwein. Ihr werdet sterben. Was wurde da erzählt? Ja, Verräter sind unter uns. Verräter planen unser Ende. Verräter geben vor, für eine edle Sache zu kämpfen. Das tun wir auch. Sie tragen viele Masken. Vielleicht sehen sie aus wie Freunde. Vielleicht wie euer ergebenster Diener. Das ist das Gesicht eines Verräters. Swift. Major Swift. Ein angesehenes Mitglied der Armee und treuer Diener des Königreichs. Hat uns alle verraten. Er wurde beim Aufwiegeln getreuer Soldaten erwischt und wird daher angeklagt,
wegen Spionage, Hochverrat und Verschwörung. Oh. Aber weitere ruchlose Verräter schänden unser Land mit ihrem Verrat. Wir werden diese Verräter jagen, wo sie auch sein mögen. Sie wird dasselbe Schicksal ereilen wie Major Swift. Das Schicksal aller Feinde der Krone. Wir müssen ihn aufhalten, egal was es kostet, um jeden Preis. Los, sagen wir es den anderen. Ja, dieser Arsch. Also, das war jetzt wirklich unnötig. Also eigentlich hätten wir da eingreifen können. Da hätten wir gleich den König über sein Podest ziehen können. Oh, nach vorne mit dem Kopf zuerst. Aber meistens erkennt man die guten Gelegenheiten nicht gleich. Naja, jetzt muss davon auch noch Page? Ja, ich glaube Page erfahren. Und ja, es spitzt sich nochmal zu. Also jetzt versucht er den Widerstand zu ersticken, aber damit. Ja, da sehen wir. Jetzt ist er aber nicht mehr lebendig. Ach, das sind alle hier, die sich dem Widerstand angeschlossen haben, was wir gerade auf dem Plakat gesehen haben. Ben Finn ist ja immer noch auf unserer Seite, trotz dass Major Swift erschossen ist. Beziehungsweise auch gerade mehr als zuvor, würde ich meinen. Denn jetzt ist die Notwendigkeit noch viel mehr gegeben. Ach, Ben Finn ist auch mit da. Das Plakat, was ein bisschen überklebt ist. Ach, ein Silberschlüssel. Kommt man da hin? Muss ich mal gucken, ob es hier noch extra Räume und alles gibt. Also hier nicht. Muss dann weiter vorne sein. Vielleicht hier. Hier war ich ja noch gar nicht drin, ne? Ein Schatz wahrscheinlich hier hinten. Richtig. Oh, und so viel explosive Fässer. Da sollte ich mich jetzt mal zurückhalten. Okay. Aber von hier aus kommen wir auch nicht an den Silberschlüssel da hinten ran. Also dann nach vorne. Hier irgendwo. Dorthin, also gucke ich nochmal kurz hier hin. Scheint hier schon eher das Versammlungszimmer zu sein und tja, die Hüte hätte man sich vielleicht zum Üben sparen können. Kann man seine ja Präzision verbessern. Wo ist der Grabungsort? Ich sagte bereits, dass wir Soldaten uns diese Geschichten gegen das Heimweh erzählen. Doch in Wahrheit gibt es keinen Ort und ganz bestimmt nicht Gang, den ich hier als mein Heim empfunden hätte. Aber ich wuchs dort auf, mit Ladenbesitzern als Eltern, die uns, ohne selbst Schuld daran zu tragen, oft kaum genug zu essen und anzuziehen kaufen konnten. So hatten meine drei älteren Brüder und ich keine Wahl, als auf andere Quellen zuzugreifen, um uns Nahrung, Geld und Unterhaltung zu verschaffen. Trotz meiner kleinen Hände konnte ich meinen Brüdern nie das Wasser reichen,
wenn es um die Haupteinnahmequelle der Finns von unter 15 Jahren ging. Taschendiebstahl. Womöglich hatte ich bereits zu der Zeit, mit knapp 8 Jahren, moralische Bedenken gegen solche Aktivitäten. Stattdessen verdingte ich mich als Straßenkünstler, der auf dem Marktplatz Witze erzählte und über seine eigenen Füße stolperte. Habt ihr von dem Mann gehört, der durch einen Balverinwald ging und sich in die Hosen machte? Fragte ich dann das Publikum. Nein, war die Antwort. Er hat gesagt, bei Feinden wie diesen braucht man keinen Einlauf mehr. Gut, nicht gerade niveauvoll, aber ich war noch ein Kind. Und zumindest war es eine ehrliche Tätigkeit. Besser gesagt, wäre es eine ehrliche Tätigkeit gewesen, wenn meine Brüder während der Vorstellung nicht den lachenden Dorfbewohnern das Geld aus den Taschen gestohlen hätten. Meine unabsichtliche Hilfe brachte mir später das schönste Geschenk ein, das ich je bekommen hatte. Denn zum 11. Geburtstag schenkten mir meine Brüder ein herrliches Luftgewehr. So entdeckte ich mein zweites Talent. Eine erstaunliche Treffsicherheit mit Feuerwaffen. Es dauerte nicht lange, bis dieses Talent gut genutzt wurde. Meine Brüder eröffneten eine Jahrmarktbude und forderten die Leute dazu auf, sich beim Schießen mit dem jungen Ben zu messen. Die örtlichen Dummköpfe hatten wir schnell allesamt ausgenommen und mussten uns bald auf Händler, Durchreisende und gelegentliche Ausflüge in Nachbardörfer verlassen, wo wir nicht selten von den Ordnungshütern vertrieben wurden. Ah ja, interessante Geschichte. Der Hund hat sich gleich hingelegt. Weil es ziemlich lange gedauert hat. So. Benfin, ja, über den haben wir jetzt schon, das war jetzt schon die zweite Seite über ihn, das zweite Buch, keine Ahnung. Und bei ihnen erfahren wir, zumindest nach den Büchern am meisten, ich weiß nicht, ob man beispielsweise bei Major Swift auch noch was finden kann. Ich habe da, glaube ich, nichts gefunden. Nun gut. Man erwartet uns und Sir Walter ist mal wieder auch dabei. Ben hat uns alles erzählt. Swift war ein guter Freund. Er starb wie ein Soldat. Wie ein Soldat? Was soll das heißen? Was war denn so ehrenvoll an seinem Tod? Er wurde gefoltert, gedemütigt und ermordet. Und er hat Logan nichts verraten. Sonst wären wir jetzt tot. Das ist edel. Das Ganze war für Logan nur eine Frage der Zeit, bevor er uns jagen würde. Wir müssen zurückschlagen. Wir sind noch nicht bereit. Wir brauchen mehr Verbündete. Und dank Swift wissen wir, wo wir sie finden können. Bevor er hingerichtet wurde, hat er uns eine Nachricht geschickt. Ein loyaler Soldat der alten Garde brachte sie mir unter Einsatz seines Lebens. Was steht drin? Wir reden hier von Swifty. Also ist sie ohne große Umschweife geschrieben. Ihr findet Verbündete in Aurora. Ich verstehe nur noch nicht, wie uns jemand dort helfen soll. Aurora ist eine Wüste. Dort gibt es nichts. Zumindest wird es behauptet. Aber es ist der einzige Hinweis, den wir haben. Können wir bitte weitermachen? Ich muss jetzt unbedingt jemanden erschießen. Zunächst einmal brauchen wir ein Schiff. Ihr und Ben kümmert euch darum. Paige und ich halten euch währenddessen den Rücken frei. Ihr müsst Schleichwege nehmen. Und da wird es von Soldaten wimmeln. Kein Problem. Ich kenne mich echt gut aus. Wir treffen uns am Ende der Kanalisation. Wir zeigen Logan, wozu Verräter imstande sind. Dann los. Meine Männer besorgen das nötige Material. Das wird ein hübsches Spektakel. Aurora ist weit weg. Es könnte länger dauern, bis wir zurück sind. Wenn ihr noch etwas erledigen müsst, dann jetzt. Tja, was muss ich noch erledigen? Swift hat mir alles beigebracht, was man als Soldat wissen muss. Zeigen wir diesen Schweinen, was wir drauf haben. Ja, dann kannst du dich mit Hilfe von Swifts Fähigkeiten und Kenntnissen rächen. So. Was haben wir hier noch? Gibt es keinen anderen Weg zu den Docks? Natürlich. Wie wäre es mit Fliegen? Ein Gold, naja, das lohnt sich hier. Ja, einfach mal ein bisschen schlafen. Okay, das war's schon. Was haben wir hier drinnen noch? Aha. Noch eine. Was zum Anziehen? Wir bringen alle Materialien dorthin. Es ist zwar nicht das bestbewachte Gebiet, aber das sichtbarste.
Dann dieses müssen wir dann eindringen, aber nicht mehr jetzt.